Hallo und willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Ja, es ist Mittwoch und ich habe euch eine Geschichte. Ich habe mir selber verschluckt. Nun gut. Ja, also. Gestern war Neujahr und dieses Jahr ist das erste Jahr, an dem ich am nächsten Tag reden kann. Also, Party! Entschuldigt. Ja, und ich habe mir dann so über, also ich habe dann gestern, ja, also ich hatte gestern den Ultra-Muskelkater. Ich habe bei uns die Küche geputzt, habe ein bisschen umgeräumt und alles und habe schon mal so ein bisschen Zeug weggepackt und alles Mögliche. Und neu und so überhaupt. Also ich habe einfach mal umgeräumt, ich habe Ordnung gemacht und ich hatte so Muskelkater. Ich konnte kaum stehen, also ich konnte kaum gerade stehen, geschweige denn mich bücken. Also das war echt, ich war zum ersten Mal in meinem Leben, kurze kleine Exkurs in meine Vergangenheit, ich habe mal Ballettstunden genommen und da habe ich gelernt, dass man so das Plié machen kann. Und ich war so froh, dass ich das damals gelernt habe, weil ich habe praktisch alles, was man bückungstechnisch machen musste, im Plié gemacht. Mein Vater, als er mich gesehen hat, hat sich totgelacht. Wir sind alle in tiefer Trauer. Nein, er lebt noch, aber er konnte nicht mehr aufhören zu lachen. Das fand er total witzig. Und ich bin wirklich so angekommen wie so eine Oma Mitte 100. Das war nicht schön. Das war einfach nicht schön. Ja, auf jeden Fall ist es so, dass egal wie es einem Haustierbesitzer geht, das Haustier will ja trotzdem versorgt werden. Und so haben wir Leo wie jeden Tag rausgeholt, gemistet und so weiter, gefüttert. Und jetzt kommen wir mal zu einem kleinen Punkt. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe vergessen, dann den Deckel zuzumachen. Ja, auf jeden Fall habe ich dann wie jeden Abend mein Zeug gemacht und bin dann eben irgendwann musste ich für kleine Champions pinkeln. Also ich musste pieseln wie ein Champion und bin dann losgesprintet. Und dann hatte ich diese ganz andere Begegnungsart. Ich bin dann auf jeden Fall, unser Gang war nachts dunkel, ich habe nichts Böses gedacht. Und dann bin ich wieder zurückgelaufen und dann hat irgendwas ganz tief in mir drin, hat plötzlich gesagt, stopp. Mitten im Gang habe ich angehalten und ich weiß nicht, was es dann war in dem Moment, ich bin so froh, dass ich gestoppt habe. Und dann habe ich halt so gestoppt und plötzlich spüre ich so was ganz Pelziges auf meinem Fuß. So was kleines Pelziges. Und dann habe ich im ersten Moment gedacht, das muss jetzt die Riesenspinne des Todes sein. Das ist so widerlich. Und ich hab mir dann nur so gedacht, jetzt nicht loskreischen, nicht loskreischen, sonst weckst du Mama, nicht loskreischen. Und ist es immer weiter an meinem, also ist es so an meinem Fuß hier so. Also ich hatte angefangen, hat es hier und dann ist es immer weiter bis nach davor. Und dann plötzlich spüre ich so Taschthaare. Dann denke ich mir so, haben Spinnen Taschthaare? Dann spüre ich plötzlich eine Kralle. Dann habe ich mir so gedacht, bitte lass mich jetzt irren. Bitte lass mich jetzt irren. Das kann es nicht sein, dass das wirklich gerade die Situation ist, die ich gerade glaube, dass es ist. Dann hab ich mein Nachtlicht gegriffen. Das ist da oben. Hab auf Dauerlicht angemacht. Und dann schaut und dann klupscht mich mein Hase an. Also im Klartext, Mama, um es jetzt mal zusammenzufassen, der Leo ist aus dem Stall rausgehüpft, Gott sei Dank hier noch, klar. ist dann mir hinterher gehopst, weil der ist ja manchmal ist der Leo wie ein Hündchen, der läuft einem hinterher. Also das ist ein Vorteil. Dann ist er wahrscheinlich weggehopst, weil ich die Tür angelehnt habe. Dann hat er gehört, dass die Tür wieder auf ist, ist er wieder zurückgehopst, kann ich mir vorstellen. Ja, oh, ich habe mir echt gedacht, boah, ich habe übrigens doppelt Glück gehabt, ne? Weil Punkt 2, die Schachtel vom Mac war direkt vor der Tür im Wohnzimmer. Aber wo der alles hin hätte können, der hätte ins Schlafzimmer gekonnt und das Bett, der hätte zu dir gekonnt und das Bett, der hätte. Boah, also da hatte ich richtig Glück. Ja, und ja, das war eine total, also das fand ich total, das war so eine richtig schräge
Geschichte für mich. Das ist mir jetzt nämlich tatsächlich auch noch nie passiert, dass mir ein Hase nachts auf dem Gang begegnet ist. Mama schon öfter. Ja, ist doch so. Du bist mir schon öfter so. Also wenn ich aufs Klo musste und du gerade gekommen bist, dann sind wir uns begegnet oder andersrum. Nachtgeschichten sollte das nicht ins Internet. Also. Ja, Punkt. Es sind ja keine Nachtgeschichten. Es ist ja nichts Unanständiges. Ja. Also ich finde das jetzt, es geht ja eigentlich auch nicht um dich oder mich, sondern es ging um Leo. Ja, das war's. Das war's, die Geschichte ist vorbei. Ich weiß jetzt nicht, was ich jetzt noch erzählen soll. Ja, dann sag tschüss. Ja. Ich denke, das liegt am Bunny. Wir hatten noch nie einen Hasen, der so energiereich ist wie der Leo. Und er ist der Erste, der nur Bunny frisst. Ich habe Bunny im Verdacht. Aber es ist ein gutes Futter. Ich würde ihm jetzt auch nichts anderes füttern wollen. Naja, egal. Ja, das war so eine Geschichte aus meinem Leben. Und ja, mehr kann ich euch da jetzt echt nicht erzählen. Das ist jetzt gerade irgendwie, ich dachte, die Geschichte wäre jetzt länger. Okay, also schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie es euch, also ob ihr auch schon was erlebt habt mit euren Haustieren. Weil kann ja sein, würde mich voll interessieren. Meine Mutter zum Beispiel, die hat eine interessante Geschichte gehabt. Die hat früher, als sie ein Kind war, auf ihre Hausschildkröte immer reiten können. Weil die war so groß, also die Schildkröte war so ein Riesending und dann konnte meine Mutter draufstehen und dann ist die Schildkröte mit meiner Mutter auf dem Rücken davongelaufen. Und ja, vielleicht habt ihr auch solche Geschichten. Erzählt mal, das würde mich jetzt wirklich interessieren. Und ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die www.treatmeldoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns wieder. Bis bald. Tschüss.